Mein Video, können Chemiestudenten wirklich Meth kochen, ist ziemlich viral gegangen und viele von euch haben sich gewünscht, dass ich damit weitermache, Filmklischees und Filmszenen wissenschaftlich zu analysieren. Let's do it! Ich werde heute klären, wie realistisch drei weitere Chemieszenen aus Breaking Bad sind. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Dr. Wissenschaft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vor einigen Monaten bin ich auf dieses Fundstück hier gestoßen. Eine echte wissenschaftliche Publikation, in der die Chemie aus Breaking Bad von einem Chemieprofessor und einem promovierten Chemiker analysiert wurde. Auf Grundlage dieser Arbeit werde ich jetzt drei Filmszenen aus Breaking Bad chemisch analysieren. Erstens die Herstellung von Giftgas aus Ausgangsstoffen zur Drogenherstellung, zweitens die Szene, in der Leichen in Flusssäure aufgelöst wurden und drittens der Bau einer Autostarterbatterie aus Haushaltsgegenständen. Hat Hollywood diese Szenen frei erfunden oder ist da wirklich was dran? Das klären wir jetzt. In Staffel 1, Folge 1 bedrohen zwei Kriminelle den Hauptdarsteller Walter White mit einer Schusswaffe. Dieser bietet den Bewaffneten an, ihnen seinen profitablen Meth-Syntheseweg zu zeigen, wenn sie ihn am Leben lassen. Walter White lockt die beiden in den Wohnwagen und schmeißt dann unerwartet roten Phosphor in eine heiße Flüssigkeit, rennt schnell aus dem Wohnwagen raus und schließt die Übeltäter darin ein. Währenddessen bildet sich ein Giftgas aus dem roten Phosphor und der Flüssigkeit, das die beiden Männer vergiftet und überwältigt. White erklärt später, dass sich bei der chemischen Reaktion giftiges Phosphangas gebildet hätte. Phosphangas ist tatsächlich ein sehr starkes Nerven- und Stoffwechselgift, das zum Tode führen kann. Und es kann durch die Reaktion von heißer Natronlauge oder heißer Phosphorsäure und Wasser in Reaktion mit diesem Phosphorpulver entstehen. Allerdings bräuchte man dafür weißen Phosphor und nicht den roten Phosphor, der für die Crystal Meth Synthese verwendet wird. Weißer Phosphor ist deutlich reaktiver als roter Phosphor und hätte man das einfach mit dem roten Phosphor gemacht wie in Breaking Bad, wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Die beiden Autoren dieser wissenschaftlichen Arbeit hier haben übrigens erst geschrieben, dass die Reaktion aus Breaking Bad möglich wäre, haben dann aber später in einem weiteren Artikel auch gemerkt, dass es mit rotem Phosphor nicht möglich wäre. Leider muss ich zu dieser Szene also sagen, die wäre in der Realität so nicht möglich gewesen. Nachdem die Verbrecher also durch das Phosphangas umgelegt wurden, versuchen die Hauptdarsteller in Breaking Bad, die Leichen mit Säure zu beseitigen. Hierzu verwenden sie Flusssäure. Jesse hört leider nicht auf Walter und gibt die Flusssäure in eine Keramikbadewanne, die auch von der Flusssäure angegriffen wird und danach durchbricht. Wie realistisch ist das? Tatsächlich ist Flusssäure für ein paar ganz besondere Eigenschaften bekannt. Im Labor ist sie vor allem dafür bekannt, dass sie nicht in Glas gelagert werden sollte, weil sie Glas und auch andere siliziumhaltige Verbindungen, wie zum Beispiel auch Keramik, angreift. In der Theorie stimmt das also, dass Flusssäure Keramikbadewannen angreifen würde. In der Praxis ist allerdings fraglich, ob das dazu reichen würde, so eine dicke Keramikschicht wirklich zum Durchbrechen zu bringen. Und so ist das quasi auch bei Fleisch. Flusssäure würde definitiv die Leichen angreifen und organisches Gewebe zersetzen, aber es ist fraglich, ob die Menge an Flusssäure und auch die Zeit dazu gereicht hätte, eine ganze Leiche in der Säure zu lösen. Es gibt auch noch einen anderen Grund, warum man sich als Chemiker in der Realität beim Lösen von Leichen nicht unbedingt für Flusssäure entschieden hätte, und zwar, dass die Handhabung mit dieser Säure einfach extrem gefährlich ist. Schon bereits der Kontakt mit der Haut über einen längeren Zeitraum kann zum Tode führen und deshalb wäre das im Chemielabor wohl eher nicht die erste Wahl an Säure, die man verwenden würde, egal für welchen Zweck. Man versucht dieser Säure einfach ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Dass die Säure so gefährlich ist, liegt übrigens nicht daran, dass es eine besonders starke Säure ist. Chemisch gesehen ist Flusssäure sogar eine recht schwache Säure. Das Zwischenfazit zu dieser Szene ist also, in der Theorie wurde hier chemisch ziemlich viel richtig gemacht, in der Praxis würde es aber wahrscheinlich nicht so schnell und einfach gehen, wie es in der Serie gezeigt wurde. In Staffel 2, Folge 9 geht den in der Wüste Meth kochenden Protagonisten der Strom ihrer Autobatterie aus. Ihre letzte Hoffnung, eine Starterbatterie aus 6 in Reihe geschalteten galvanischen Zellen bauen, die aus folgendem Material bestehen. Verzinkten Pennies und Schrauben als negative Elektrode, Quecksilberoxid aus alten Bremsscheiben als positive Elektrode, Schwämme als Ionenbrücke, Kupferdrähte als Kabel und Kaliumhydroxid, welches in dem fahrenden Chemielabor noch herumstand, als Elektrolyt. Man kann mit einer ziemlich einfachen Formel ausrechnen, wie viel Spannung eine galvanische Zelle liefern würde, die aus genau diesen Chemikalien besteht.
Und wenn man mehrere dieser galvanischen Zellen in Reihe schaltet, addieren sich die Spannungen der einzelnen galvanischen Zellen einfach auf. Drückt jetzt kurz auf Pause, wenn ihr die Rechnung nachvollziehen wollt. Das Ergebnis ist jedenfalls, wie auch hier in dieser wissenschaftlichen Publikation gezeigt wird, dass die Breaking Bad Batterie unter idealen Bedingungen 9,66 Volt liefern könnte. Klingt von der Spannung her erstmal nicht schlecht, allerdings benötigen die meisten Autobatterien ja 12 Volt und außerdem bezweifeln die Autoren, dass der Aufbau genug Strom liefern würde. Spannung ist das eine, Strom ist aber das andere und der Strom könnte bei diesem dünnen Aufbau mit diesem dünnen Kupferkabeln wohl etwas zu gering sein. Könnte, hätte, würde. Ich habe noch kein Video auf YouTube gesehen, bei dem versucht wurde, diese Breaking Bad Batterie nachzubauen und damit einen Anlasser zu starten. Was haltet ihr davon, wenn ich das einfach mal ausprobiere? Dann lasst dem Video jetzt ein Like da und haut auf den Abo-Button. Die Materialien dafür liegen quasi schon bei mir im Einkaufskorb. Das Gesamtfazit dieses Videos ist also, die Chemie in Breaking Bad wurde nicht komplett aus der Luft gegriffen, sondern basiert oft auf einer ziemlich guten Grundlage. Nur der letzte Schritt in Richtung Realität musste dann oft der künstlerischen Freiheit weichen. Was aber meiner Meinung nach auch gar nicht so schlimm ist. Ich finde, man kann auch so eine Menge aus der Serie lernen. So Leute, ich muss jetzt aber los. Schön, dass ihr dabei wart. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. I'm in the lab with a bag of some Hennessy, mixing the shit like it came on the rocks, but it came with a bop and a whole different energy. Bitch, are you kidding me? Why you calling? Don't come around 'cause I'm balling. I got that shit that it